Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der FS1 Studio Session. Ich habe heute ganz junge Band wieder da, was mich sehr gefreut. Namens Dandelion. Ihr werdet es gleich sagen. Sie haben ein tolles Outfit an heute. Habt ihr das immer? Wie kommt man drauf? Ja, wir haben uns das vor einiger Zeit überlegt. Mir hat der Gedanke eigentlich immer sehr gefallen, dass man sich für einen besonderen Anlass auch besonders anzieht. Und so haben wir dann irgendwie überlegt, haben wir vielleicht einen guten Wiedererkennungswert, jetzt haben wir uns was Besonderes ausgesucht. Und ja, die grüne Farbe, die ist auch schon länger in unserem Logo gewesen, vom Namen her ist das auch gekommen. Und ja, daher grüne Hemden. Und schwarzer Chili. Schwarzes Gelee für mich, ja, weil mir ist so immer zu kalt auf der Bühne. Wahrscheinlich. Ja, irgendwer. Bist du der Bandleader? Muss man nicht unbedingt so sagen. Ich bin Franz Sänger und das ist es. Okay. Ihr seid Dandelion. Schwierig auszusprechen, der Name. Woher kommt er? Wie kommt man drauf? Und was heißt er vor allem? Genau. Ja, ist ja eine ganz interessante Geschichte. Ist schon sehr lang her. Bei einer der ersten Proben hat unser Bassist eben, der Benedikt, immer das Thema von einer Kinderserie am Bass gespielt, während wir noch Stimmen haben müssen, weil die Gitarristen, die müssen immer stimmen. Und ja, die Kinderserie war Löwenzahn. Und Löwenzahn auf Englisch, Dandelion, daher kommt der Name. Ah, gut. Sagst, again what learned. Ihr spielt, welcher Stilrichtung würdet ihr sagen? Jetzt bin ich gespannt. Also, schwierige Frage. Also, ist eine Frage, die wir nicht sehr gerne mögen, aber wir bezeichnen uns selber immer als Alternative Rock. Aber ehrlich gesagt, wir springen da sehr in Stilrichtungen herum, je nachdem, was uns gerade gefällt. Ja. Also, ich finde, es ist vor allem selber sehr schwer, das einzuordnen. Und wir machen auch und interessieren uns für viele Stilrichtungen. Das heißt, wir wollen gar nicht wirklich jetzt in einer Richtung unbedingt bleiben oder in einer Richtung in einer Schublade gesteckt werden. So. Also wir machen recht viel Musik und deswegen, oder recht viel verschiedene Musikstile und deswegen ist es für uns immer schwierig, eine richtige Stilrichtung für unsere Band zu finden. Alternative Rock klingt doch gut. Ja. Man sagt doch, ja. Indie, Darkwave, irgendwas Pop. Das braucht's eigentlich nicht immer. Ihr habt uns ein Video mitgebracht, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Also bevor wir euch dann live ins Rennen schicken. Ein bisschen später, wie heißt es und worum geht's? Ja, es ist unser erste Single. Microgravity heißt das Ding. Es geht um Schwerelosigkeit. Ja, im übertragenen Sinn. Schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Won't believe in lies. Won't
saw the skies break minds of steel. That's when I'm becoming old. Feels like losing ground. Feels like there's nothing around but right now. That's when I'm becoming a. Feels like losing ground. Feels like there's nothing around but right now I am free. Close my eyes and Gravity. Immer noch bei mir auf der weltberühmten mittlerweile Studio Couch von FS1, Dandelion. Wir haben gerade ein Video für euch gehört. Dann wollen wir mal ein bisschen eure Historie einsteigen. Wie lange gibt es euch? Ihr seid relativ jung. Ich habe gehört, irgendwo um die 2021. Ja, genau. Also uns gibt es eigentlich seit 6 Jahren. Und so in der Formation spielen, also bekannt oder an die Öffentlichkeit sind wir jetzt eigentlich 1-2 Jahre, sind wir vor 2 Jahren sind wir an die Öffentlichkeit so quasi gegangen, weil wir uns gedacht haben, ja, jetzt die ganze Zeit in der Schule, im Schulproberaum proben und so, das reicht uns nicht mehr, jetzt wollen wir mal eigene Lieder schreiben und Konzerte spielen und so. Und das ist eigentlich die Geschichte hinterher. Spielt ihr schon, dann schon die ganze Zeit eigentlich in der gleichen Besetzung oder habt ihr Wechsel gehabt? Eigentlich ja. Also es hat eigentlich, vor allem Sebastian hat es einen anderen Gitarristen gegeben, aber der war eigentlich nur, glaube ich, ein Jahr dabei oder so. Und seitdem sind wir eigentlich so, wie wir jetzt da sitzen. Ja, finde ich cool, das ist sehr spannend. Ich sag, die Manchester Snow, die vor kurzem da waren, die haben auch als Schülerband gestartet. Und das hat es, glaube ich, die ersten, das zumindest zugeben, dass es als Schülerband gestartet sind. Warum, hat es irgendeinen Grund gegeben, warum es 4 Jahre gebraucht habt? Ja, na, wie gesagt, am Anfang ist das Ganze einfach mal reinfinden, miteinander spielen, lernen, eben versuchen, eine Richtung zu finden, wo man gemeinsam auf den gleichen Nenner kommt. Und dann wollten wir eigentlich auch, bevor wir das Projekt professionell starten, einfach eine Vorbereitungszeit haben. Und wir haben uns dann überlegt, mit was wollen wir anfangen. Und dann Videodreh und Single aufnehmen, alles geplant vorher gemacht. Und jetzt dann alles rausgeschossen zu Beginn dieses Jahres. Und ja, jetzt wird das Projekt ins Rollen kommen. Und wir hoffen, dass was draus wird und schauen, wo die Reise hingeht. Ja, coole Geschichte. Auf meinem schlauen Zettel habe ich stehen, am 15.01. die Single rausgekommen. Du hast vorher gesagt, ihr habt weitere Sachen am Start. Wie? Ja, genau. Momentan sind wir wieder im Studio und es wird auf jeden Fall bald eine neue Single erscheinen. Im Sommer ist es geplant. Und dazu wird es auch wieder ein Video geben mit derselben Firma, mit der wir zuvor schon zusammengearbeitet haben. Eine super Basis, auf der das auch funktioniert. Aurora Bytes. Und ja, da bin ich auch schon, freue ich mich schon drauf auf die Arbeit wieder. Wie ist das, dass wir einmal, Robert, genau, wie ist das als Schlagzeuger, wenn man beim Videodreh als einziger wirklich spielen darf? Anstrengend. Sehr anstrengend. Wenn wir 20 Mal dasselbe Lied spielen beim Videodrehen, das ist einfach, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War eine gute Erfahrung. Anstrengend, aber die 24 Stunden haben wir
durchgemeistert. Ah, 24 Stunden. 24 Stunden ist echt lang. Da haben wir so ein Time-Elapse-Video gemacht und da kann man sich das auch anschauen. Das ist ganz witzig, von Auf- und Abbauen und so. YouTube? Ja, alles auf unserem Facebook-Kanal zu finden. Ah, cool. Homepage habt ihr extra, glaube ich, keine, gell? Nein, läuft bei uns alles über Facebook, gell? Genau, und YouTube natürlich. YouTube, ohne YouTube geht's nicht. Wenn man euch direkt sucht, habe ich die Erfahrung gemacht, muss man Salzburg dazu schreiben, sonst kommt man oft auf recht andere Sachen. Das kann passieren, ja. Also einen Peter Lustig habe ich jetzt nicht gehabt. Aber ihr Satz auch, was ich so auf meinem schlauen Zettel habe, demnächst schwer unterwegs. Konzerttechnisch? Ja, in nächster Zeit im Sommer haben wir einige Konzerte. Also wir sind nächsten Dienstag im Volksgarten beim Opening vom Beach. Und dann geht es weiter am 20.05. im Rockhaus bei den Local Heroes. Wir sind beim Mondseefest, beim Rock am Platz. Straßbeuching ist das, glaube ich. Das ist Köstendorf. Köstendorf. Also in nächster Zeit haben wir einige Konzerte im Start. Gebt da hin, was war eure coolste Live-Erfahrung bis jetzt? Für mich war es eigentlich das Gartenfest. Damals, wo wir unser Programm, so wie es wir jetzt ungefähr haben, das erste Mal gespielt haben, war eigentlich irgendwie lustig, weil es waren überhaupt keine Leute im Zelt. Und zwar war das mehr für uns wie eine Probe, aber es war eigentlich ein perfekter Start. Wir haben gewusst, das haut alles hin, wir spielen zusammen und irgendwie war das für mich bis jetzt der lustigste Auftritt. Ja, für mich war das beste Konzert jetzt eigentlich die Release-Show im Rockhaus, in der Rockhaus Bar, weil wir eigentlich, also war bummvoll und wir haben Spaß gehabt beim Spielen und da ist perfekt hingehauen eigentlich und ja, war super Stimmung dort und deswegen für mich persönlich beste Konzert, Release-Show. Ja, Rockhaus ist immer gut. Ja, ist eine super Location und das war natürlich ein Klasse, weil die ganzen Leute wegen uns gekommen sind, wegen der Single, da hat man dann einfach eine Fangemeinde da. Ja, da hat man einfach schnell eine Stimmung beieinander, wenn die Leute dann wirklich kennen. Und stellt sich natürlich gleich die Gegenfrage, die schlimmste? Es ist immer schwierig, das dann irgendwie so rauszulassen, wo es jetzt am schlimmsten war. Na, bitte keine Namen nennen. Aber was war schlimm dran? Das reicht. Ja, es ist schon, also wir haben schon bei so kleinen Festeln oder irgend so kleine Events gespielt, wo halt dann der Sound irgendwie schlecht ist. Ja, mir ist ja vorher eingefallen. Ja. Wir haben einmal ein Konzert gespielt, wo ich ein Mikrofon ins Gesicht gekriegt habe. Ja. Also, da ist ein Fan gegen das Mikrofon gestoßen und ja, ich bin froh, dass ich da keinen Sound verloren habe. Das war, glaube ich, für mich die schlimmste Erfahrung. Aber ja, das gehört einfach alles dazu. Man erlebt viel. Aber im Endeffekt hat man dann eine gute Geschichte zum Erzählen. Wie seid ihr generell zur Musik gekommen? Oder war das von Anfang an klar? Also das hat eigentlich über die Schule gestartet eben. Und wir haben da schon recht viel mit Musik zum Tag gehabt eigentlich alle. Und ja, hat als Schulband dann eben so gestartet, wie gesagt. Und ja, wir haben eigentlich immer uns alle schon sehr für Musik interessiert, glaube ich auch. Und haben gesagt, wir wollen selber auch was machen einfach. Dann würde mich jetzt auch noch interessieren, was hört ihr privat? Weil manchmal ist es wirklich ganz anders wie das, was die Leute spielen. Also ich kann jetzt mal nur für mich sprechen, ist es wirklich ganz anders. Also viel elektronische Musik auch, aber eigentlich alles mögliche. Also von, weiß nicht, Reggae bis... Ja, weiß nicht, James Blake, so Future Beats mäßig eigentlich eher, also ja. Alles. Ja, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir gerne in so viele verschiedene Stilrichtungen experimentieren, weil wir auch sehr viel unterschiedliche Musik hören. Also ich bin auch oft im Jazzbereich unterwegs, wenn ich Musik höre und dann müssen wir uns irgendwann zusammenraufen und irgendwas finden, womit wir alle irgendwie einverstanden sind und dann kommt immer eine recht interessante Mischung raus. Ja, und dann kommt der Schlagzeuger mit der Volksmusik. Ja, irgendeiner muss das, ja die Arschkarten ziehen. Ja. Von bis, von der Volksmusik bis zum Metal. Und darum ist es einfach das Beste, weil man einfach alles spielen kann, was einem taugt. Und die anderen müssen da nicht mitziehen, hilft eh nicht. So findet sich das dann echt schön zusammen. Und wie funktioniert dann Songwriting bei euch? Ihr habt ein bisschen Keyboard dabei, ihr habt ein Computer ein bisschen dabei. Du spielst mit Kopfhörer immer wieder sehr
spannend, das musst du auch mal hinkriegen, das ist nicht so einfach. Ja, also es kommt einer in die Bandprobe mit einer Idee und dann versucht er die mal den anderen irgendwie beizubringen und die hören dann natürlich nicht zu und dann irgendwann dann doch und dann probieren wir mal herum und jeder schleift daran seinen Teil nur dazu, bis dann irgendwann was ganz anderes draus geworden ist, ja, als es am Anfang war, aber zum Schluss findet man immer was, was dann alle gefällt. Ich muss echt sagen, also so oft wir zwar uns auch da irgendwie bekriegen, wenn es um irgendwelche Ideen geht, aber das Coole ist halt, dass am Ende irgendwie hinhaut. Also wir kämpfen uns da halt quasi durch und. Aber genau das ist der Punkt, warum es so halt, gut wird, weil durch diese halt Diskussionen holt man das Beste aus. Genau, also. Voll, also. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das mit den Ideen gegenseitig beibringen oft nicht funktioniert, weil immer der Schlagzeuger spielt. Oder der zweite Gitarrist. Das war immer. Das, irgendwer spielt immer eine und dann kriegt der andere nicht mit. Aber bei euch ist das scheinbar anders, weil ihr kriegt das Lieder zusammen. Was eine tolle Geschichte ist. Wo geht's hin bei euch in nächster Zeit? Ja, also wie gesagt, der Kurs steht im Moment auf den nächsten Produktionen. Es sollen wieder nur Singles rauskommen mit Videos. Und dann müssen wir das Ganze unter die Leute bringen. Also wir planen in nächster Zeit Sommer und auch im Herbst dann einmal Konzerte außerhalb von Salzburg zu spielen, mal rauszukommen nach Wien. Haben wir schon mit Clubs Kontakt und Innsbruck. Und jetzt soll einfach mal dann österreichweit unser Projekt bekannt werden. Und das ist der Plan für das Jahr. Habt ihr euch gut was vorgenommen? Wie schaut es mit Album aus? Ja, da wird noch nichts verraten, wohin da die Reise geht. Okay. Aber überlegt wird natürlich schon, ja. Grundthemen in eigene Songs, jetzt rein vom Text. Ja, das ist interessant. Also mir wäre das selber gar nicht so aufgefallen, weil die Texte schreibe eigentlich fast immer ich. Und mir hat dann der Sebastian mal darauf hingewiesen, dass die Texte eigentlich immer sich sehr um meine eigene Gefühlswelt drehen. Und mir wäre das eigentlich gar nicht so aufgefallen zuerst. Also. Aber nachdem wir ja eigentlich nicht wirklich irgendwie politische Band oder so sind, kann man nicht wirklich eine Geschichte, man kann schon, aber dass man selber eigentlich durch die Musik seine eigenen Gefühle oder sich selber eigentlich hinaustragt an die Welt und dass man jetzt nicht wirklich Gesellschaftskritik irgendwie üben wollen, finde ich eigentlich auch ganz okay und dass man einfach sagt, ja, wir singen über uns oder beziehungsweise er singt über sich selber und sagt einfach der Welt, wie es ihm geht und ob es ihm jetzt gut geht, schreibt er ein fröhliches Lied oder ob es uns jetzt schlecht geht, schreiben wir dann das nicht irgendwie ein bisschen härtere Scheiben oder sowas. Und ich glaube jetzt in letzter Zeit sind wir auch ein bisschen draufgekommen, vor allem was so Texte angeht, ist halt irgendwie oft weniger mehr und bevor man es jetzt irgendwie zu kompliziert macht, soll sich einfach jeder selber ein bisschen so denken, um was es geht. Und ja, ja. Möglichst viel offen lassen ist halt, wirkt genau, dann immer ganz gut. Das ist unsere Devise, nicht zu konkret werden, dann kann nämlich jeder auch seine eigenen Gedanken da sehr, sehr gut finden und seine eigene Bedeutung finden in den Wörtern. Also für mich hat es natürlich eine Bedeutung, aber die muss ja nicht für den, der es anhört, die gleiche sein. Das stimmt. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob es die Texte dann auch im Cover habt oder so. Oft ist es dann ein bisschen schwierig. Ja, ich bin sicher, dass wir von euch noch einiges hören werden. So eine coole Geschichte, die ich bis jetzt gehört habe. Und damit ihr jetzt auch was hört, würde ich sagen, wir lassen die Jungs einmal live antreten. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, der Welt zu erzählen, was euch am Herzen liegt. Ja, unsere Reise geht gerade erst los. Also wir stehen am Anfang. Microgravity, unsere erste Single, sagt das auch ganz gut. Wir heben ab in die Schwerelosigkeit und vielleicht begleitet uns der eine oder andere von euch und wenn es uns weiter verfolgt, dann würde uns das freuen auf Facebook, YouTube und auch gerne mal wieder beim FS1 und ja, viel Spaß. Und danke fürs Interview. Danke fürs Kämen. Ihr werdet die Jungs übrigens demnächst sowieso ein zweites Mal bei uns live singen, nämlich bei Local Heroes, weil das filmen wir standardmäßig, schaut euch das an, ist sicher eine coole Geschichte. Ich darf mich wieder mal recht herzlich bei FS1 bedanken, beim ganzen Team, in dem Fall namentlich bei der Tatjana, bei der Juicy und bei
Nathalie, Entschuldigung, Nathalie ist neu, das erste Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und wird es auch noch weiterhin gefallen, weil jetzt spielt Dandelion und ein paar Nummern. Viel Spaß und ciao. Come out on your secrets. I gotta get to know someone in and out. I gotta know, I wanna face all your demons. Let me hear sound. I've seen the running down of the way. Won't you please get out of my way? You run on empty, you're just a little frown. So if I calm down, man, get your act together now. Soon you'll get out. Don't hold your breath now, your legs are tight. The river is deep, it's the end of the line. Stop out of time. Gonna tell you, you can be where I'm at. There's always something, something to be done. Snap out of it, son. You run on empty, you just a little frown. So if I come down and get your act together now, soon you'll get out.
don't know you right now. That's your turn. Give on yourself, it's the end of the line. Right now, look out. Close your eyes and tell me you're wrong. You can see yourself.
flood, I'm the fire, I'm the one who calls on strain. Well, I chose to be the man when I think I'm lonely. I can't lie to myself. It's time to wait again. Oh, 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 I know I will tell you. Yeah.